Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Erzähl einmal, was ist genau passiert? Also das war ja, wann war das genau? Das war am Donnerstag vor einer Woche, wenn das der 5. Juni war, ich glaube, ja. Passiert ist Folgendes: Ich war mit ein paar Freunden hier im Benoplatz auf den schönen Sitzgarnituren. Wir haben ein bisschen was getrunken und irgendwann ist dann, nachdem, muss man dazu sagen, eine Person die Straße entlang gegangen ist und uns ein bisschen angeschrien hat, aus welchen Gründen auch immer, bleibt ihr überlassen, ist die Polizei gerufen worden offensichtlich und 15 Minuten später, 20 Minuten später sowas auch eingetroffen und hat unsere Ausweise angefordert. Da muss man dazu sagen, dass, weil die Polizei ja in ihrer Stellungnahme auf Twitter oder getwittert hat, gemeint hat, ich sei unkooperativ gewesen, sie die Ausweise eben angefordert hat und es hat sich dann ein bisschen eine Diskussion entwickelt darüber, warum, die ist ja auch berechtigt, dass man nachfragt und den Grund ersucht bei einem Polizeibeamten, warum soll ich jetzt meinen Ausweis herzeigen. Ich habe in der ganzen Diskussion dann aber gleich meinen Ausweis einem Polizeibeamten in die Hand gedrückt. Also unkooperativ schaut in meinen Augen auch ein bisschen anders aus. Es hat sich dann eben immer weiter hingezogen und ein Ausweis nach dem anderen, eine Person nach der anderen ist eben kontrolliert worden, bis irgendwann einmal mir leider ein Darmwind ausgekommen ist und ja, jetzt habe ich ja 500 Euro Strafe zu zahlen. Also Darmwind, also nicht provokativ jetzt neben den Polizisten oder ist das einfach so passiert? Also das sind zwei Dinge. Das eine provokativ in keinster Weise, weil die Polizeibeamten haben, also ich sitze hier und vielleicht, weil die Zuschauer das vielleicht nicht sehen, da ist ein Tisch, dann ist eine Bank und dann 2 Meter weiter sind die Polizeibeamten mit dem Stoß, wir waren ja nur zu 5. oder 6., weiß jetzt nicht mehr genau, mit den Ausweisen gestanden und haben eine Person nach der anderen aufgerufen, um den Ausweis mit dem Gesicht und halt abzugleichen. Und ich selbst bin als Zweit- oder Drittletzter, weiß ich nicht mehr genau, drangekommen und hier gesessen und habe darauf gewartet, eben bis ich drankomme und aufgerufen werde. Die Polizeibeamten selbst sind dort gestanden und haben den Ausweis einer anderen anwesenden Person kontrolliert und in dem Zusammenhang, also ohne dass ich überhaupt in irgendeiner Interaktion mit den Polizeibeamten gestanden wäre oder wir in irgendeiner Weise kommuniziert hätten, ist mir halt eben dieser Darmwind oder der Schaß halt ausgekommen. Tut mir eh leid, aber es war natürlich nicht provokativ gemeint und auch nicht wie die Polizei. Aufregung. Bitte? Aufregung. Auch ein bisschen was auskommen. Ich glaube, das ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass ich da zu Abend, also darauf zurückzuführen, das könnte ein Mitgrund gewesen sein, dass ich da zu Abend gegessen habe, ein Bohnensterz, das könnte vielleicht auch, aber das ist mir ein Schmäh. Es ist für mich, ich habe mir dabei nichts gedacht, weil ich denke mir, wir sind im Jahr 2020, vor Jahrzehnten hat der Helmut Qualtinger gesungen, von der Wiener an Schaßlost, dann gibt es immer Ruhe, dass man jetzt Jahrzehnte danach das offensichtlich so tabuisiert ist, wundert mich persönlich schon sehr, besonders halt vor dem Hintergrund, dass ich die Polizeibeamten ja, also ich war ja nicht involviert in einer Kommunikationssituation mit den Polizeibeamten oder so, sondern es hat sich halt einfach auf einem Nebenschauplatz in der ganzen Situation zugetragen, dass mir leider einer ausgekommen ist, ein hörbarer ausgekommen ist. Tut mir leid, aber 500 Euro Strafe ist völlig unverhältnismäßig. Wirst du zahlen? Nein, ich werde Einspruch erheben und jetzt einmal Einspruch erheben. Vielleicht war auch der Polizist einfach schlecht drauf, oder? Das kann man auch sagen. So ist mir das nicht so vorgekommen, weil auf den Schaß
hat einer der Polizeibeamten geantwortet, vielleicht sollten sie, oder geantwortet, das war ja keine Aussage, aber auf den Schaß hin hat einer der Polizeibeamten zu mir gesagt, vielleicht sollten sie jetzt ihre Unterhose wechseln, also im Spaß auch. Die ganze Situation war recht aufgelockert, insofern erschließt sich mir auch nicht ganz die Behauptung, dass eine Anstandsverletzung oder eine Respektlosigkeit in dem Sinn stattgefunden hätte, weil ja der Polizeibeamte ganz offensichtlich nicht, dass zumindest sich nicht angegriffen gefühlt hat, wenn er einen Witz darüber macht. Also ja, 500 Euro ist auch kein Lehrkraftschatz, ne? Kann man sagen. Ich bin Student, ich arbeite nebenher. Bis ich 500 Euro zusammengespart habe, dauert das mindestens einige Monate. Ich verstehe schon, dass es lustig ist und ich finde es auch irgendwo lustig, aber bis zu einem gewissen Grad, wenn ich das wirklich zahlen müsste, könnte ich mir auch durchaus Sorgen machen über die Finanzierung meines Alltags. Und das finde ich dann wiederum auch nicht so lustig. Insofern ist das ein Beispiel für den Umgang der Polizei mit der Bevölkerung, den wir ja, ich meine, ich möchte das absolut nicht gleichsetzen, aber den wir in den vergangenen Wochen auch diskutiert haben. Das, ja. Also wenn Sie Blähungen haben, dann nicht neben einem Polizeibeamten. Gar nicht gut. Und ich habe auch natürlich recherchiert, weil es ist eine sehr spannende Geschichte. 2009 hat ein Steirer 50 Euro bezahlt. Naja. Würdest du das zahlen? Nein.